in den Klauen der Gurzeln gielen. Wenn Fips und Simis Vater alben bei den Bauern auf der Stör waren, dann hat er nicht selten etwas hergebrungen. Manchmal ein Körbli Hirsche, ein frisches Bauernbrot, ein Bündel Herdöpfle und nicht zuletzt, wenn sie gerade gemetzget haben, etwa Blut und Leberwürste. Dann am Samstag hat er seinem Grossacher immer gerade mit dem Störenmetzger zusammengebracht. Der Bauer musste so gefälliges Gusti abtun und Vater hat neben Suchen auf den Beschüttlochladen, an Hilbe, an einem Kommet und an einem Halfter ein neues flicken. An dem Abend, als er dann vom Grossacher herkam, hatte er auch so ein Päckchen unter dem Arm. In ein schmusseliges Packpapier war es eingeliehen, was er da auf den Tisch gelegt hat. Und nicht viel kleiner als ein Vierpfünger. Die Mutter hat ihm zuerst auch gerade gemeint, er komme mit einem Brot her. Als sie es aber in die Hänge nimmt, ist sie gewiss fast ein bisschen erklüpft, weil es so komisch schwabbelig war, anzurühren. Vater hat nichts gesehen und sie lässt den Knüppel vor der Schnur aufknüppeln. Mit den Fingernägeln um eine Gabel zu zinken, ist es endlich gegangen, ohne dass sie die schöne Schnur verschnäffeln musste. Jetzt hat man das Packpapier auftun. Etwas Blutverkahrendes, Rosenrotes, ist da vorgekommen. Das Papier war an allen Orten an diesem blutigen Bitz angeklebt und hat gerade Fetzen weiss gegeben, wie man dran gezogen hat. Nahe dies nahe sind auch Fipp und Simi aus der Stube rausgekommen, was da in der Küche aussen ging. «Wisst ihr, was das ist?», fragt der Vater. «Das ist ein Bitz von einer Gustilunge», sagt er, ohne zu warten, was die anderen sagen. «Gustilunge? Grusig! Sollte man das können essen?», meint Simi und rümpft die Nase dabei. «Denk wohl, kann man das essen. Wir tun es dem morgen zum Mittag gerade über.» Das Zeug hat Simi gar nicht gefallen. Auf Fipp ist es nicht anders gegangen. Der Mutter ist es unterdessen langsam zu genietig geworden, all die angeklebten Papierbitzli zu ringsherum abzuknüppeln. Darum ist sie noch gerade einmal mit dem Lungenbitz zum Schützstil über unter einer Wasserhanne. Sie hat ihre Lebtag noch nie Lungen kochen gehabt. Und auch in der Kochschule hat sie Gusti Lungen nie durchgenommen. Vater meint auch, das sei ganz einfach. Die Bäuerin hat ihm gesagt, wir müssen die Lungen zuerst in gebige Würfel schneiden, dann im Salzwasser kochen und das Wasser fortschütten. Sie tügt sie alle nachher zusammen mit Zwiebeln und im Säuschmutz anprägeln, einen Löffel Mehl drüber und dann mit einem Gutsch Wasser oder saurem Most ablöschen. Dann zuletzt vor dem Anrichten mit Nadeln noch etwas verfeinern. Dann, wenn es nötig ist, mit einem Hämpfchen Salz und Pfeffer nachwürzen. Das sei wohl der Wäger kein Hexenwerk, hat sie gesehen. Hey, nur den halt. Die Mutter hat dieser Sache aber nur halb getraut. Mit dem grossen Messer hat sie doch gleich noch angefangen, das rosenrote Geschlabber zu verschnetzeln. Auch wenn es schon bald 8 war und sie lieber 4 eben gemacht hat. Eine Viertelstunde später hat das Wasser in der grossen Pfanne schon blödelt und die geschnetzelte Gustilunge konnte baden. Nein, das kann sich wirklich niemand vorstellen, wie das denn gestochen hat, wo das Lungengeschlabber im Salzwasser innen hat angefangen kochen. Wie im Kühestall, nein, noch viel grusiger, wie im Beschüttloch hat das angefangen meien in der ganzen Wohnung rum. Grauenhaft, haben Fipp und Simi gefunden. Und gäbe sie die Mutter mit der Schaumkelle hat angedrückt, die Kogenbitzli sind gäng und gäng um in ihre Pfannen oben auf dem kochigen Wasser geschwommen wie graue Pantoffelzäpfe.
Fipp und Simi haben es bei dieser Kocherei nicht mehr länger ausgehalten. Sie sind stötzligen auf die Loben raus, gehen frische Luft schnappen und haben unterdessen alle Fenster hinten aufgetan. Und wenn sie daran gedacht haben, was es zum Morgen ist, zum Mittag sollen geben, dann hat der Sender geruset. Aber eben, wenn man schon von einem reichen Bauer ein bisschen Gustilungen hat bekommen, dann war das dann noch bald eine Ehre gewesen, wenn man die Rüstung am Sonntag dürfen auf den Tisch stellen. Sonntagmittag ist es von selber geworden. Schon beim Zuchen hocken haben ihm die gummigen Gustilungenbitzen aus der braunen Schüssel auf dem Tisch langweilig angeschaut. Herdöpfelstock hat es dazu gegeben. Die Mutter hat gerade selber rausgegeben. Drei gehaufte Löffel Stock, wo Fipp und Simi gerade sofort mit der Gabel eine Tule hineindrückt. Dort drin haben sie dann eine rechte Kelle von diesem grauen Lungenzeug bekommen. Es ist halt gegessen worden, was in der Teller war. Das hat die Giele gewusst. Herdöpfelstock hätte Simi und Fipp ja sonst eigentlich für das Leben gern gehabt. Aber die Gustilungen dazu, die hätten ihn gerade den ganzen Sonntag verhebt. Die Stimmung am Tisch ist auch nicht gerade sonniger geworden, wo die Mutter dummerweise das Milchgeld auf das Tapet hat gebracht. Das war auch gerade letztes, dass sie das hier beim Essen hat angeschnitten hat. Es sei eben schon um ein Ende Monat, und man sollte die Käse vorne zahlen. Es sei einfach keine Gattung, wie teuer alles sei. Und seht ihr, dass die Becken zu Mehl mit Herdöpfeln strecken, länge 2 Pfünger und gerade nie mehr hin. Und abgesehen davon ziehe es schon nach 2 Tagen Fäden und man müsste Küngeln futtern. Das Geld habe einfach in Gottes Namen das mal nicht gelenkt, hat sie mit schlechtem Gewissen für ihn brösmet. Es war dann so, dass alles, was man in der Käserei gerichtet hat, sei das Milch oder manchmal ein Schnäffel Käse, im Milchbüchli ist aufgeschrieben worden. Und eben, gegen Ende Monat hat es dort die Milchbüchli-Rechnung gegeben, die man dann zahlen sollte. Anke hat die Mutter fast nie ihr Käse gekauft. Aus den Nidle, wo sie abends am Morgen Säuferli mit dem Löffel ab der Milch im grossen Hafen geschüffelt hat, hat sie dann am Samstag selber gegangnet. So hat es dann ein gäbiges Ankenbäuli gegeben, das erst noch am Geldsäckchen und nicht wehtat. Der vor der Milchrechnung ist dem Vater natürlich gerade ins Letzhaus gekommen. Und es war noch einmal ein Zacken minder gemütlich beim Mittag. Fipp hat in ihrem Tisch mit Todesverachtung seiner Lungenmöcke einen um den anderen nachgeworgen und mit Herdöpfelstock und Soße Handchen nachgeschweicht. Simi hat unterdessen noch gerne am ersten Bitz rumgekatscht. Von Hunger oder Lust war da weit und breit nicht gerade viel zu spüren. Darum hat er zwischen auf dem gehäuselten Wachstuch vom Küchentisch mit dem Gabelzinken und grauer Soße angefangen, Tockeli zu zeichnen. Neben der Suche haben Vater und Mutter zusammen gäng hässiger über das Milchbüchli-Geld spediert. Für Fipp und Simin war das Kern in der Party kurzwillig. Darum hat Fipp, vielleicht weil es ihm nahe ist, auf das Gäder gegangen, im linken Nasenloch oben anfangen grübeln. Ganz weit oben hat er dabei einen von diesen seltenen Böckeln aufgestöbert. Nach allen Regeln der Kunst hat er jetzt das Nasenglück ans Tageslicht angezogen und auf seinem Zeigefinger schön Säuferli zweckbüschelt. Gebt das Gescheich ist versorgt worden, hat er es natürlich noch heute von allen Seiten genauer müssen anschauen. Aber als er es so drauf im Bökenalbum wollte einkleben, hat er gemerkt, dass der Nasenlumpen
gerade ausgerechnet im Hosensack auf der anderen Seite hinweg gsi. Und dort hat er ihn mit dieser Hang eben mit dem besten Willen nicht mögen erricken. Aber Fipp ist dessen wegen nicht etwa in die Schleudern gekommen. Nicht das erste Mal kehrt er den Segen ohne Hemmungen Eva Kurti von unger ans Tischblatt suchen. Aber erst, wo er ist sicher war, dass ihm niemand zuschaut. Ehrlich, wem käme das schon Sinn, dass dort unter dem Tisch eine ganze Sammlung von solchen Nasengrüssen versteckt war? Und wer käme denn schon auf die Idee, mit der Taschenlampe den Küchentisch von unger genauer anzuschauen? Fipp und Simi haben wirklich nur gerade so viele von dieser Gustilunge gegessen, wie sie um zu verroden müssen. Es hat doch keinen Grund gegeben, zuletzt noch das Teller auszuschlecken. Im Gegenteil. Sie hat die Gabeln und die Messer hübsch abgelegt, das Maul an den Ärmeln abputzt und sie unauffällig verduftet zur Küche aus, die Stegen ab, ins Bauernhaus führen. Aber dass du dann noch nicht gerade sagen, wir hätten Gustilungen gehabt, Simu, gell? Ich will mich dann nicht schämen, wegen diesem schäbigen Köch. Sauerkabis und Speck hat es bei uns gegeben. Nichts anderes, hast du gehört? Hat Fipp sein Brütsch dunger vor der Haustür noch in die Hüppel genommen. Dann hat schon auf sie gewartet. Hey ja, sie haben auf dem Schulweg ja abgemacht gehabt, sie wollen dort zusammen am Sonntag zum Giestsee rüber. Dennus Onkel ist mit seinen Tubakpfeifen am Hausecken gestanden und hat ihnen geraten, sie sollen sich das voran noch gut überlegen. Das sei dann zum Laufen recht ein bisschen darüber. Am besten, sie gingen schon am Morgen, nicht erst am Mittag. Die Mutter soll ihnen etwas zu Habern mitgeben. Sie mögen es dann gebiger prestieren. Die Idee von Dennus Onkel hat gerade eingeschlagen. Wir sind ja dann beim Maibummel auch schon am Morgen gegen Giestsee zu. Haben Fippo dann auch gefunden. Dann war es hier für nächsten Sonntag angeritzt. Für Simin könnte es zwar ein bisschen streng werden. Der lange Weg fast auf Forst über und um zurück. Aber man hat ihm ja jetzt noch eine Woche Zeit gegeben, für sich zu besinnen. Ob er mitkommen will oder nicht. Im Schwick war die Woche durch. Simi wollte natürlich auf keinen Fall alleine daheim bleiben. Am Sonntag, am Morgen, hat die Mutter durch jedem einen tollen Ankerbock gestrichen und Fipp konnte im Keller zwei Äpfeln ab der Hurt und aus dem Flügelschäftli zwei Kümmiwürste hochreichen. Der ist für jeden noch eine tolle Handfalle durch die Birnenschnitz dazukommen. Jetzt konnte man den Rucksack packen, besser gesagt, dem Vater seine Lunchtasche ist um einen zu Ehren gekommen. Zuletzt hat die Mutter unger aus dem Schäftli noch zwei Lödli mit Bubenfutter für ihn gekramt. Sie hat darum schon gewusst, was Simi und Fipp gerne hatte. Wenn sie ihnen etwa zwischen besondere Freude wollte machen, dann hat sie eben halben Bubenfutter bröselt. Zum selber machen war das kein Kunststück. Ein bisschen Anken in die Pfanne, 3-4 gehäufte Löffel Zucker dazu, das zusammen schön braun werden, Haferflocken rein und mit dem hölzigen Kelli gut rühren. Nachher den vergoldeten Haber auf einem Teller abkühlen. Und fertig ist das Bubenfutter. Mit diesen herrlich knusperigen, karamellisierten Haberflockenklümpli waren Simi und Fipp alben im siebten Himmel gsi. In Lunchtasche hat natürlich auch etwas Dünnes nicht dürfen fehlen. Vielleicht ein Aluminiumgummel voll Hagebuttentee. So ausgerüstet sind Simi und Fipp am 9. Uhr bei Dennun vor der Tür gestanden. Lang mussten sie nicht warten. Dennun ist nämlich gerade um eine Hausecke gekommen,
der viel zu grosse Rucksack vom Vater fast in den Knäuecken. Die Mutter ist Simin und Fipp noch mit den Bäuerinnen nachgesprungen. Aber wo dann und nur so blöd grinset hat und sie wegen ihren Regengloschli hat auszäpfelt, ist die Rusti gerade Handli auf dem Stallbänkli gelandet. Graue Wolken hat der Himmel an diesem Sonntag verheicht und die Gantrisschötte bis auf Blumenstehe in langweiliges Grau eingeleiert. Nicht ein einziger Sonnenstrahl hat durchmögen. Die Giele wollten auch nichts hören, was er dann als Vater von diesem GSC-Tür-Gender hat abgeraten. Das Wetter können sie dann versollen, hat er gemeint. Wir sind doch keine Mädchen. Und wenn es ihm tröpfeln kann, dann tut uns das nicht weh. Ist ihm dann die Antwort nicht schuldig geblieben. Was stehen wir jetzt da noch lange rum? Kommt, wir gehen gescheiter. Ihr dürft ja auch mit Hunger. Gerade bei Sagi ist der Weg links gegen Gurzeln abgebogen. Von lauter hoch aufbiegenden Baumstämmen hat man die Sagi kaum mehr gesehen. Neben Suchen unter einem Wellblechdach. Sein Laden in schönen Biegeten am Schermen gestanden. An allen Orten hat es fein von Harz und frisch gesagtem Holz geschmückt. Simin hat es gedacht, ich sehe es dir auch gleich einmal Zeit, für in die Lunchtasche zu schauen. So einen Apfel und einen Becher Tee müssen wir dann schon langsam haben, wenn man so weit laufen muss. Dort auf diesen Tram loben, wäre doch gerade ein gäbiges Znüni-Plätzchen, hat er gefunden. Fipp und Danu wollten nichts hören. Aber Simi hat sich nicht abschüffeln. Ich muss einen Becher Tee haben, ich glaube, ich bekomme auch vielleicht gerade um einen Asthma. Los, Simu, tu jetzt nicht bucklig. Das ist ganz faul. Du kannst es nur gerade sagen, wenn du umkehren willst. 9 war schon lang. Darum gibt es jetzt sicher nicht das 9. Zuerst gehen wir jetzt zum GSC suchen. Voran gibt es nichts, hast du gehört? Und der, der die Lunchtasche dreht, der sieht auch, wie gegessen wird. Du hast Willi. Entweder gehst du jetzt gerade sofort umher, oder du machst, was man dir sieht, hat eine Fippolitik angesurrt. Schau, da ist ein paar Bierenschnitz für auf den Weg. Und jetzt hol sie Köbel und gang tiefig zum Mutti hin. Dann und ich, wir gehen halt alleine zum GSC. Auf solche Trickchen sind die kleineren Brütchen meistens noch eingestiegen. Die Bierenschnitz hat gewirkt. Umkehren hat er auf gar keinen Fall wollen. Gerade hinter der Sagi hat man die Mauer gesehen, die die Mische zu einem kleinen See gestohlen hat. Danu hat gewusst zu erzählen, dass das Mischenwasser früher noch das grosse Wasserrad von Sagi angetrieben hat. Darum hat man auch dann noch die Staumauer gebaut. Nicht, dass es ihm gerade gelustet hat, dort in dieser Glunke zu baden. Das Wasser war nämlich schwarz und grusig. Ob im Seeli ist die Mische in einem Graben von Gurzeln oben nachgekommen. Aber auch hier hat das Wasser nicht gerade anmächelig frisch ausgesehen. Der Wolkendeckel am Himmel ist unterdessen auch nicht dünner geworden, das Contraire. Aus diesem langweiligen Grau raus hat es jetzt ganz süferli anfangen, Nebelsäkerle, wie wir dem jemand hätte können sagen. Die Giele sind jetzt gerade unter der Gurzelenkirche durchgekommen. Fipp hat es gedacht, wie wenn es erst gerade gestern war, als die Eltern zusammen mit ihm und Simin dort in der Kirche waren. Es ist dann gerade um die Weihnachten umgegangen, wo sie der Pfarrer Christen nach der Predigt zusammen getauft hat. Weil Vater in diesen Jahrgängen im Dienst war, hat man die Taufen von Simin und Fipp rausgestüdelt, bis der Krieg durch war. Nicht wie andere Kinder, auf den Armen vor Gott hat man sie zum Taufstehen vorgetreten. Selber auf Gurzeln überlaufen sie müssen im tiefen Schnee.
Anstatt gerade aus, sind jetzt die drei links neben der Kirche durch, weiter der Mischen an. Sie haben sich nicht geachtet, wie die munzigen Regentröpfchen aus dem Nebel auf ihren Pullover gern grösser sind worden. Und sie haben auch nicht gemerkt, wie die Feuchte langsam reichen mögen, bis auf das Lebige. Erst, als Simi angefangen zu webern, er will jetzt umkehren bei diesem Schiff, mache ich er nicht mehr mit. Erst dann hat Pfeib gemerkt, dass man auch den GSC gescheiter hat GSC lassen. Und weil Danu den Bummel auch nicht mehr gerade so übertrieben lustig hat gefunden, ist man rätig geworden, beim nächsten Bauernhaus auf im Wagenschopf an Schärmen zu stehen und auf trockenere Zeiten zu warten. Auch wenn sich die beiden goldigen Zeger am Kirchenzeiten erst beim Zähne sie begegnet, der Proviant in der Lunchtasche und im Rucksack ist du gerade die Rettung von diesem feuchten Sonntag geworden. Mit ihren billigen Kümmelbündeln haben sie mich auf Fieb dann und zwar nicht gerade besonders lustig machen. Da hat er sich dann mit seiner Bauernwurst aus dem Chemie ganz anders meinen. Hingegen mit dem Bubenfutter. Da hatten die beiden Brüdchen einen Trumpf in der Hand, den er dann und du fast auf den Knien bitte Betti machen für nur ein Hämpfchen von diesem Knusperhaber zu ergattern. Fipp und Simi, hast du noch gleich erlegt, dass dann und fast süchtig war auf ihr Bubenfutter. Und das hast du gerade gnadenlos ausgenutzt. Ihm nachzusuchen, die halbe Bauernwurst, haben sie ihm bis zuletzt so nah dein Nachkönnen ablächeln. Unterdessen hat die Glocke vom Turm oben nachher die Predigt anfangen auszuläuten. Die Kirche hat sich hübsch geklärt. Unter dem Vordächli sind die Leute noch ein Röngli geblieben stehen, haben ein paar Worte gewechselt, haben die Schirmen aufgetan und sie nachher in allen Richtungen hinzutreppelt. Ein Schüppeli von diesen schwarzen Schirmen ist du immer gleich drauf, Säuferli auch durch den Weg aufgekommen. Hier zuvorderst im Schöpfli hat Giela aber nicht gerade unbedingt die Parade von diesen Predigleuten abnehmen. Nicht, dass sie jemanden hier zu kurzeln an einer Party hätten müssen scheuchen. Aber man hätte ja nie können wissen. Vielleicht wäre es noch diesem oder einem im Sinn gekommen, sie wollen hier zu kurzeln ihnen etwas verkieben. Darum haben sie sich rechtzeitig zingerst im Wagenschopf auf einem Brüggiwagen ein gäbiges Plätzchen rausgelesen. Wenn es beim Dach drauf voran nur gerade knapp hat man getröpfeln, dann hat der Regen unterdessen jetzt dafür gesorgt, dass man dort, wo das Wasser ist, zu Boden kam, gäbig konnte täuscheln. Es ist vielleicht gleich gut, dass wir nicht zum GSC hin können, meint jetzt Danu. Und er gemerkt hat, dass Fipp und Simi kein Brösemeli-Bubenfutter mehr in der Lunchtasche hatten. Ich hätte zwar gerne in Stellheimel in GSC etwas genauer anschauen. Der Onkel hat mir aber mehr wieder einmal gesagt, wir sollen ihm und dem aufpassen beim See. Am Ufer nah. Sei es elend bodenlos und sumpfig. Der Boden sei dort so schwabbelig. Man könne nie wissen, geht man beim nächsten Schritt nicht gerade bis zum Haus suchen im Sumpf einsinken. Und man wüsse eben auch nie recht, wo man dort abstehen soll. Mein Onkel kennt dort in der Nähe vom See einen Bauer. Der hat vor ein paar Jahren eben auch seine Kühe am GSC hingewiedert. Eine von diesen Kühen hatte dann nach dem Ufer einen lustigen Schüppel Gras im Auge. Ein Schritt und noch einen, ging näher, sind sie ans Ufer zu suchen. Plötzlich haben die Grasmutten unter ihren Vorderklauen angegeben. Und schon sind die Kühe mit beiden Vorderscheichen vorab, samt dem Grasbitz, bis halbe Ranzen in diesem schwarzen Sumpf eingesunken. Sie hat sich zwar noch gewehrt wie ein Heicher und hat gezabbelt wie ein Wahnsinnige. Der Hüterbub konnte aber nur noch zuschauen,
wie das Tier langsam gäng tiefer und tiefer im Schlamm innen sich verschlüpfen, bis man nichts mehr von ihm gesehen hat. Durch Mark und Besigen sind ihm gefahren, wie die Kuh dann vor Angst noch gebrüllt. Ihres lang gezogenen Muuuuh sind noch mit den letzten Luftblättern unterrufen zu gurgeln, wo man den Gring schon ein Willi nicht mehr gesehen hat. Aber da sind die drei auf dem Brüggiwagen oben auch gesinnet fast zu Tode geklopft. Zwei Gielen sind durch den Weg unten hochgekommen. Schaut dort unten! Kurzele Gielen! Liegen auf der Anze! Das sind ich nicht gesehen! Hat Fipp tonlos geküschelt. Nein, an die kurzele Gielen hat jetzt niemand Teich gehabt. Diesen dreien auf dem Brüggiwagen ist es in die Knöte gefahren. Sie haben Schiss bekommen. Niemand hat mir jetzt mehr müssen fürchten als der Gurzeler. Eine weitum verwunschene Bande war das dann. Fünf halb verwilderte Mörkel. Und jeder, der von einer Tür kam, hatte sie auf der Latte. Auch wenn er nie nichts zu leid hatte. Für die wären sie jetzt eben gerade drei Freunde Fötzle von denen gewesen. Auf die hätten sie gerade gewartet. Langsam wären sie auf sie zugekommen, hätten die Hemmlisärmel hinterher geglitzt. Und nicht hingespäut. Dazu hätten sie dreckig gegrinset. Was wird er hier bei uns hin? Die verdammten Himmelsterns donnern. Wir haben euch nicht gepfiffen. Habt ihr Gurzeln noch nie gesehen? Oder hat euch heute noch nie immer so richtig auf eine Amtze gegeben? Hört, wir wollen euch ja nicht plagen. Aber vielleicht könnten wir euch einmal zeigen, was wir hier zu Gurzeln so also für schöne Brüche haben. Dann hätten sie Simin, Fipp und dann und auf einmal hübschen die Füße unter den Nasenlöchern durchgerieben. «Schmöckst wie ein Tötele, schmöckst es, du meigerige, elende Scheisshösseler!» So oder ähnlich hätte es jemanden können tönen. Absäckeln wäre in solchen Fällen auch gerade letzt gewesen. Das hat sie dann erst recht in die CS gebracht. Und weit wäre sie den einen Weg nicht gekommen. Die Gurzeln hätten sie nämlich nicht einfach wünschen. Die zwei Gurzeler, die man gesehen hat, durch die Strässchen zu schlürmen, sind unterdessen gäng näher gekommen. Es hat Gielen getäucht, gerade Stötzli gegen den Wagenschopf zu. Simi, Fipp und Danu haben jetzt gängst drüber mit der Angst zu tun bekommen. Säuferli sind sie über die Brügge vom Wagen nachgerutscht und haben sich hinter den Speichen von der Rad still gehabt. Dann konnte die Mikrohorte drei Herdöpfelsäcke schnappen. Der drunter hat sie sich verschlüpfen. Das war auch gerade ihr Glück. So konnte man sie vom Strässli aus kaum sehen. Die beiden Gurzeler sind jetzt gerade vor dem Schopf durch. Der eine ist geblieben stehen, hat Neues gewostet und dabei in Wagenschopfe gehängelt. Diesen dreien unter den Herdöpfelsäcken ist dabei das Herz zu voll mit Hosen nachgefallen. Sie haben kaum mehr gewagt zu schnaufen. Erst als die zwei schon lange um sieben Ecken verschwunden waren, haben sie sich dann endlich getraut, hinter einem Brüggiwagen vorzuglüsseln und ganz säuferli aus ihrem Versteck rauszukraken. Das Gurzeln haben sie jetzt gerade gar nichts mehr verloren gehabt. Fipp hat Lönnt die Stäschen angeheicht und dann ist in die Riemen von seinem Rucksack geschliffen. Nur noch fort, fort, fort von hier. Das wollten sie, so tiefig wie möglich. Und weil es gäng noch recht geschifft hat, hat dann sein Herdöpfelsack einmal zusammengelegt und ihn über die Achseln geschlenkt, wie sein Onkel, wenn er bei Regen etwa draussen gefuhrwerkt hat. Simi und Fipp wären jetzt noch bald Gott froh gewesen, wenn sie die Tonnen Spielerinnen nicht
auf dem Stallbänkli hätte liegen. Aber für was eigentlich die Bäuerin, wenn sie einen Herdöpfelsack hatte? Den Gurzeln gielen, haben sie um keinen Preis in die Finger laufen. Darum sind sie wie Schwerverbrecher unter dem Sträsli ermischen angeschlichen, dass sie mu ja niemand sehen. Und weil es schon ordentlich gegen Mittag ging, hat man annehmen, dass gewisse Gurzeler jetzt lieber am Tisch sitzen, wieder im Regen das rumzufutzeln. Ja, da hatten sie ja noch einmal fast so etwas wie Schwein gehabt. Sie hätten es eigentlich ja sollen wissen, dass man den Gurzeler nicht hätte dürfen über den Weg laufen. Man hat ja lang genug darüber berichtet, über das, wo noch nicht lang der eine anderen Gielen vom eigenen Dorf zu Gurzeln nennen ist passiert. Sie waren zwar ein bisschen älter als der Fipp und seine Kumpane, die drei aus dem Dorf. Sie sind dann noch gerade so drin gelauert, wie sie mit Fipp und Denu an diesem Sonntag. Zu Ungergurzeln hat das angefangen dann. Zu fünften hoch sind sie wie aus dem Boden gestampft, plötzlich vorne gestanden, die Mörkle. Da hat ihnen so einen grossen Gstabi, auch der älteste von dieser Bande, den Weg abgeschnitten, aus einem Anfang föppeln. «So, so, wie ihr uns ein Psyche machen kann. Das ist denn eine gute Idee. Von wo kommt ihr schon rum, hinter seht? Aha, von dort hinten. Eben, seht ihr. Die dort hinten waren schon gegen unsere Freunde. Was hat ihr denn eigentlich ihnen verloren? Nichts. Ja, sonst hätten wir ihnen jetzt gerade gern geholfen suchen. Ja, in diesem Fall gehen wir am besten gerade zusammen ein bisschen ins Buchhölzli suchen. Wir haben dort ein lustiges Spiel in die Wege für euch. Die drei Gielen aus dem Dorf müssen folgen. Ob sie ihn wollen oder nicht. Wie zahme Hüngli, haben sie denen müssen ins Hölzli nachzötteln. Dabei hat es ihnen gar nicht gefallen, wie dieser grosse Lümmelgang so scheissfreundlich hatte. Unterwegs hat er hier zwei von seinen Kumpanen eben rausgenommen und etwas in die Ohren geküschelt. Man hat nicht verstanden, was. Daraufhin sind die wie die Feuerwehr abgesickelt. Da sind diesen dreien noch minder gefallen, sie hatten ein bodenschlechtes Gefühl gehabt. Dann sei der grosse Stabi um ihn zu nach und prasten. Momo, die sind dann schon noch anständige Gielen. Auch wenn ihr von denen kommt, da haben wir dann mit zwei anderen von euch ein wüstes Theater gehabt. Die gemeint, sie müssen gerade reinschlagen wie die Verrockten. Da haben wir so dort zuerst gerade ein bisschen gestaut. Die Hosen haben wir müssen abziehen. Zocken und die Schuhe. Es hätte es ja selber leid da, dass wir das ganze Wärli hier müssen nicht mischen müssen. Zum Abkühlen. Dafür war es doch lustig, zuzuschauen, wie sie blutfüdligse die Sachen nur aus dem kalten Wasser rausgefischen. Unterdessen sind sie dem Buchhölzli oben angekommen. Die beiden, die der Grosse voran hervorgeschickt hatte, haben schon oben gewartet. So, jetzt tun wir zusammen ein wenig Indianer. Ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt, sagt der Gstabi schwafeln. Zuerst fesseln wir nach ein Moment dort an den Buchen. Das machen wir gerne so. Ihr seid doch tapfere Indianer und habt keine Angst, oder? Wo sie alle drei an Hängen und Füssen an den Buchen angebunden hatten, sind dort der Ent mit einem Kessel dahergekommen und hat einen Hosensäck gefüllt. Nicht etwa mit Nüssen oder Äpfeln, nein, mit frischen, noch fast warmen Rossbaulen. Das sei etwas
für auf den Heimweg. So für einen gröbsten Hunger, hat er gesehen. Dabei hat es ihn fast verbesnet vor Lachen. Ein anderer hat ihn nachher die Schuhe abgezogen und sie bis zoberst gefüllt. Mit Beschütte. Auch für einen Durstteich. Der Dritte hat feierlich eine Karrensalbbüchse geschwungen und hat die Geringengehörung mit dieser schwarzen, klebrigen Salbe eingeschlagen. Und zuletzt am Ende noch jedem ein paar Handpfallen Gerstengerichel drüber gerieben, wo dann so sidianisch anfangen beissen und stechen. «Kommen schauen, Giel, unsere Freunde aus dem Nachbarsdorf! So, wie wir sie am liebsten haben! Gaut, wie die drei Königen aus dem Morgenland, sehen sie jetzt gerade aus! Meine Seele fast wie auf einem Sonntagsschulbildli. Nur haben jetzt gerade alle drei schwarze Gringe. Wunderbar! Aber hört ihr, Rossbaulen Indianer! Jetzt müsst ihr uns gewiss für ein Rüngli entschuldigen. Wir haben im Dorf unten noch etwas Wichtiges zu erledigen. So gegen den Fünfen können wir euch da oben losbingen. Also, habt es gut unterdessen. Adieu zusammen. In ihrem ganzen Elend haben die Gurzeler die drei dann an den Bäumen hangen und sind im Dorf unten verschwunden. Die Gefesselten haben im Buchhölzli oben vor Wut brüllt und gerannt. Aber es hat nichts abgedreht. Niemand hat sie hören und niemand sie sich befreien. Nach einer guten Stunde seist du ihm endlich geraten, mit dir Hang aus dem Seele zu schleifen und nachher auch seiner Kumpanen loszubingen. Mit blutten Füssen und den Beschütteschuhen in den Hängen siegst du angehends wie die Vergifteten gerade über die Matte gegen hier zugedächelt. Gäng die Angst im Ecken. Die Gurzeler kommen hinten nach. Musik